Bleib bei Milch, ist besser. Und komm nicht darauf, dass so ein älterer Mann wie ich, der älter ist, also mit Milch drankommt. Ne? Also, ich habe doch Feierabend. Also, für mich ist doch Schluss. Ja? Klar, ne? Ich habe Feierabend, du auch? Ne? Ja, ich feiere einen Abend. Ach, schon wieder 40. Und wer ist jetzt abgehauen? Deine Katze oder was? bist du schwul? Oder wer bist du? Ja, aber so ein dummes Angebot habe ich schon mal gekriegt. Also, oh Mann. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin schon seit 36 Jahren verheiratet. Also, ich kann mir denken, wenn du solche Angebote machst, dann bist du nur Null im Bett. Ne? Sonst würdest du solche Angebote nicht machen. Also, oh Mann. Ich weiß nicht, die kommen ja auf Ausdrücke, die kenne ich alle gar nicht. Ich sage ja, ich bin schon ein bisschen älter. Wieso bist du schwul? Sag mal, bist du von anderen Ufer, hast du eine heiße Ader? Ja? Ja, bist du von anders her? Oh Mann. Erdbeer, Stern ist bestimmt. Ja, Erdbeerbaum. Oh ja, dann klapper. 41 Bibel. Oh Mann. Ist aber nur heute so lustig, morgen nicht mehr. Ich habe noch ein bisschen. Also morgen nicht mehr. Morgen wird's wieder ernst. Morgen wird wieder hart gepredigt hier. Hart gibt's wieder. Ne? Das ist mir zu viel, das will ich nicht lesen. Ich lese nicht alles. Muss ich nicht tun. Stell dich in meinen Arbeitsvertrag. Mein Arbeitsvertrag sagt, nicht so viel arbeiten. Immer schön ruhig und immer schön locker und dann geht das. Das sagt mein Arbeitsvertrag. Den habe ich noch nicht gehabt, den kenne ich noch nicht. Wer ist das? Der kommt, den kenne ich doch. Also ehrlich. Den kenne ich auch. Also ehrlich. Also langsam schreiben, ich kann nicht so schnell. Du hast Jesus gefunden. Da kriege ich ja gar keine 1500. Mann, was ist denn das? Hör mal, ist das dein Zahlencode? Ja? Die kann man so gut entziffern. Oh ja, Zahlencode. Also ehrlich, da muss ich löschen. Wir machen hier keinen Zahlencoach. Ja, mit dir versuche ich zu reden. Stell dir das vor. Ich schließe dich jetzt an. Ah, da kommen zwei auf einmal. Mann, das sind die schnell, Leute. Ja, hab ich den schon drin? Ja, den haben wir auch schon dran. Also Leute, demnächst seid ihr nur noch registriert bei mir. Wenn ich reingehe, seht ihr das. Dann könnt ihr alle sofort zu mir rüber spurten. Dann seid ihr gegurtet und wie auch gespurtet. Hallo, habt ihr gestern deine Stream gesehen? Danke für die. Was ist das denn für die? Ja, haben wir gesehen. Habe ich mich zu erkennen gegeben? Also nein, ist das Stern darüber? Also nein, ist das wahr? Also, da muss ich mir mal eine Runde rubbeln.
weil du mich heute nicht siehst, aber nein. Ah, das ist ja heute wieder. Ich trinke keinen Rotwein. Habe ich schon mal gesagt, ich war nicht in Aldi. Also wenn das nochmal mal sagt, ja, dann schmeiß ich dich raus, ne? Ne, schmeiß ich dich raus. Aber erstmal schließe ich dich an. Ne? Der ist 51, den kenne ich schon, den habe ich schon drin, also ehrlich. Erdbeerbaum. Würdest du mal bitte, prima, da kann ich dir endlich rausschmeißen, Erdbeerbaum. Du hast dir noch nie ernst genommen. Wieso willst du meine Predigt morgen ernst nehmen, wenn du die anderen auch nicht ernst genommen hast? Ich finde das affig, weißt du das? Und jetzt kommt der Hamsterkorb. Ne, lese ich nicht, keine Lust. Der ist schon drin. Den anderen haben wir auch schon drin. Ne, die können wir noch anschließen. Den löse ich auch nicht, der ist mir zu lang, den lösche ich. Ich möchte nicht mal solche langen Texte schreiben, das ist langweilig. Das ist wirklich langweilig, solche langen Texte. Das ist wirklich wahr, das ist langweilig. Ich habe keine Lust drauf. Oh, was ist gut, das ist prima. Keine Lust auf, jetzt muss ich mal trinken. Prost, Kilio, mit dir trinke ich am liebsten. Ah, das war gut. Nicht aus dem Aldi. Habe ich schon meine Liste? Ja, habe ich schon. Leute, ich bitte euch, 44 Bibel. Wir haben es ja gleich Viertel vor eins und dann 44 Bibel. Also Leute, habt ihr so viel Langeweile? Boah, eine lange Liste habe ich ja hier drin. Boah, das ist ja prima. Weitermachen. Ja. Frau, komm mal her, ich habe kein Bier. Ich habe nichts mehr. Mal holen hier. Wo, den kenne ich noch nicht. Habe ich das schon drin? Doch, den kenne ich. Den kenne ich auch. Leute, unterhaltet ihr euch untereinander oder wie mache ich das? Oder schmeißt ihr euch raus? Ich trinke fröhlich. Ja, ich bin auch mal fröhlich. Ich darf ja auch mal fröhlich sein. Ne? Also. Ja, ich winke. Ab und zu muss ich auch mal was tun. Oh ja. Mit deiner Stern. Ja gut, also ist auch in Ordnung. Ja. Ja, er kann noch reden. Ja, das kann er noch. Angel, ich habe eben schon zu meiner Frau gesagt, ich höre mich heute gut an. Heute schließe aber alle Leute an. Also da kommen ja richtige Listen zu tragen hier. Also viele Leute hier heute. Leute, bleibt draußen, ich schließe euch alle an, ihr kriegt alle Bescheid. Also. Und jetzt, nee, der letzte kenne ich noch. Ja, haben wir auch schon einen. Also. Überleg dir mal, wir haben viel vor allem, also 0.45 Uhr, 46 Leute drin. Das kann ich mir nicht vorstellen, sowas. Wie geht das? Hey Leute, es wackelt hier. Da oben steht drauf, Gideon.
Gemeindegideon, gideon02biber.de, Cross-TV, Gemeindegideon und Skype. Ja? Feinbar. Wie finde ich das? Ist der neu? Oder kommt er öfter? Nein! Nein, ich singe nicht, kann nicht, ich bin nicht dieser Boden. Ich war nicht in, weil ich singe nicht, sing, sing. Bam! Hat das gesagt, das Glas. Also ehrlich. Ich bitte dich um Sternchen, Sternchen, Link von Gebet zum Freiwerden. Ach, du wolltest das Gebet zum Freiwerden? Da muss ich doch mal gucken, warte mal, muss ich mal sehen, ob ich dir eine Nachricht zusenden kann. Da kann ich, da warte mal, Moment, aber ich bin gleich soweit. Ich muss das Gebet nur mal wieder rausklamüsern. Ich habe die ganze Zeit noch nicht gemacht. So, Gebet zum Freiwerden, Motzo. Dann sollst du das auch haben. Ich bin da ganz nett drin. So, und jetzt komme ich wieder da drauf, da tun wir das rein. Dann machen wir das Gebet raus. So, und jetzt schicke ich dir das zu. Also, jetzt hast du das Gebet zum Freiwerden auf deine E-Mail. Wie findest du das denn? Hey, hallo, wo bist du? Ihr seht ja weg, ja. Gebet zum Freiwerden. Bier zum Freiwerden gibt's nicht. Das haben wir alle so schnell geschrieben, jetzt kann ich dir nicht sagen, jetzt kann ich nur anschauen. Zurück, da war jemand auf Skype. Bist du noch auf Skype? Da bin ich gar nicht mehr. Doch bin ich. Ah, jetzt hat sie die Liste. Hallochen. Jetzt habe ich die angenommen, Lila, Lilula, Lula. Alles klar, auf Skype. Die war aber hier nicht drin, die habe ich hier nicht gesehen. Ja, mal gucken. Nee, Leute, ihr seid zu viel, ich muss mal wieder ein bisschen weniger machen. Halleluja. So, jetzt können wir wieder neu schreiben. Hier ist Gideon, Gemeinde Gideon. Hallo, ja, hier, ich bin hier, wo bist du? Wieso? Muss ich sie anschließen? Also, ich weiß nicht. Ja, wieso? Geh nicht hinzuzufügen. Ja, gerne. Auch egal. Gut, alles klar, raus. So, jetzt habe ich das letzte Jahr nicht gelesen. Also. Ach. Ich sehe ja gerade, Leute, mein Glas ist ja leer. Ich muss mal kurz nachfüllen.